Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal No Time MMA. Gestern sind nochmal krasse Vorwürfe an Conor McGregor aufgekommen, die ganze Session auf seiner Luxusjacht wirklich zeigen sollten. Die Frau hat richtig rausgehauen und jetzt hat ebenfalls das Management, das Team, die Sprecherin von Conor McGregor darauf reagiert. Darüber sprechen wir in diesem Video. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefällt, und schaut bei ESN vorbei, Freunde. Heute ab 18 Uhr kriegt ihr, wenn ihr 4 Produkte bestellt, das 5. gratis dazu mit dem Code NOTIME. Schaut gerne vorbei, mega Aktion, danke dafür, und jetzt starten wir direkt in dieses Video. Die Frau hatte wirklich behauptet, dass sie bei der Geburtstagsfeier am 16. Juli vom Boot sprang, ja, um sich in Sicherheit zu bringen und weitere Verletzungen zu entgehen, nachdem Conor McGregor ihr wohl in den Bauch trat, ihr ins Gesicht schlug und wirklich drohte, sie zu killen und sie zu ertränken. Er sagte in Bezug darauf, dass das nicht passiert ist. Aber dazu kommen wir gleich. Sie erzählte auf jeden Fall, dass er ein Krimineller ist und sie wirklich geglaubt habe, er hätte mich getötet, wenn ich die Yacht nicht verlassen hätte. Sie erzählte der irischen Polizei, es war, als wäre er besessen gewesen, sagte sie. Ich wusste, dass ich das Boot verlassen musste, weil ich dachte, er würde mich umbringen. Die Meinung bei euch in den Kommentaren ist auf jeden Fall geteilt. Viele haben gesagt, hey, ich traue McGregor zu, da hat es bestimmt geschneit auf der Yacht und so weiter und so fort. Die anderen Seiten sagen, ja, eine Frau, die von Conor McGregor Geld rausholen. Man muss ganz klar sagen, das sind krasse Anschuldigungen. Ja, das ist nicht einfach irgendwie, McGregor hat sie beleidigt und ja, was weiß ich was, sondern wirklich in den Bauch getreten, ins Gesicht geschlagen und wirklich drohen sie zu killen, sodass sie vom Boot springen musste, ist wirklich schon etwas Erhebliches. So, das müsst ihr euch mal vorstellen. Stellt euch mal vor, das stimmt, und ja, versetzt euch mal in die Situation dieser Dame, wenn das einem eurer Familienmitglieder passiert wäre, theoretisch, klar. Ne, warum gehst du auf die Yacht? Das alles wissen wir, nicht groß drumherum reden, aber trotzdem ist das schon erheblich, so ein Vorwurf. Letztendlich hat Conor McGregor die Vorwürfe zurückgewiesen, dass er dort nichts gemacht habe, und dass dort Karen Kessler, eine Sprecherin von Conor McGregor, jetzt rausgehauen hat, die zur Sportbibel sagte, Herr Conor McGregor bestreitet standhaft alle Anschuldigungen, die von diesem Gast auf seinem Boot erhoben wurden. Ja, also er bestreitet es einfach, dort passiert von seiner Seite aus nichts, beziehungsweise ist nichts passiert, und jetzt werden wir sehen, wie das Ganze ausgehen wird. Die Frau wurde erstmal nicht identifiziert, hat aber jetzt McGregor ausgemacht. Also, interessantes Thema, krasse Sache. Schreibt mal oben dazu gerne in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal hier bei NOTIME MMA.